Ja, wenn es um Windstrom geht, dann ist man in Brandenburg richtig. Sowohl als Gegner wie auch als Befürworter. Die können hier studieren, was Windkraft bedeutet. In Zossen gab es heute ein Spitzentreffen der, na sagen wir mal, Kritiker und Skeptiker. Die Volksinitiative Rettet Brandenburg hatte eingeladen, unter anderem den wohl prominentesten deutschen Ritter gegen Windmühlen, den Dirigenten und Vater eines früheren deutschen Verteidigungsministers. Stefanie Theisler berichtet. Nein, ganz so schlimm sieht es nicht aus in der Uckermark. Es ist eine Fotomontage. Dass es aber bald so aussehen könnte, daran hegt man hier wenig Zweifel. Denn beim Windkraftsymposium Brandenburg sind heute vor allem die Gegner der Windkraft versammelt. In meinen Augen ein widerlicher Vernichtungskampf unserer Endverbrauchergesellschaft gegen die uns eigene, uns schützende, uns nährende, uns Identität stiftende Heimat und Natur. Windkraft als Vernichtungskampf, diese drastische Rhetorik kommt hier gut an. Ganz so würde das vielleicht nicht jeder Teilnehmer unterschreiben, doch Probleme mit der Windkraft sehen hier alle. Wir haben nach wie vor auch nicht geklärt, wie wir dafür sorgen, dass die Gemeinden, da wo die Windmühlen stehen, mehr von dem, was dort verdient wird an Geld, auch in ihrer Gemeindekasse zu spüren bekommen. Bisher ist es so, dass im Jahr 2016 von den 700 Millionen Euro, die ungefähr mit den Windrädern in Brandenburg verdient wurden, weniger als 1% als Gewerbesteuer bei den Dörfern, Städten, Gemeinden in unserem Land angekommen ist, wo die Windenergieanlagen tatsächlich stehen. Das zu ändern, werde auch die Akzeptanz bei denen erhöhen, die jetzt noch gegen die Anlagen sind. Etwas anders sieht das jedoch eine der Veranstalterinnen. Von der Natur angefangen, über die Landschaften, der Frieden in den Dörfern, der wird zerstört. Die Menschen reden nicht mehr miteinander. Also es ist ein Desaster ohne Ende und es soll immer mehr werden. Und das können wir einfach nicht mittragen. Totalopposition bei den Gegnern also. Der Ministeriumsvertreter hat dementsprechend auch keinen leichten Stand beim Publikum. Von SPD, Linken oder Grünen aus dem Landtag war sonst heute niemand da, um die Windkraft zu verteidigen. Das ist Wind auf die Mühlen der Windkraftgegner.